nächste wichtige Spiel, das ist Bosnien. Wir werden dort auch hinfahren, um zu gewinnen. Jetzt liegt es aber daran, dass wir uns wieder genauso fokussiert und konzentriert vorbereiten wie auf dieses Spiel. Und ich bin überzeugt, dass das der Trainer schafft, uns wieder so gut einzustellen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir dort auch die 3 Punkte holen. Ja, jetzt freuen wir uns alle auf Dienstag. Jetzt geht es wieder um was. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir bis dorthin gut regenerieren und dass wir dann am Dienstag erfolgreiches Ergebnis erzielen. Sicherlich ein intensives Spiel, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil wir die noch gar nicht analysiert haben. Das werden wir sicherlich die nächsten Tage machen. Aber ich glaube, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen können, wenn wir das schaffen, dann können wir auch da erfolgreich sein. Um in der Nations League unseren Ansprüchen gerecht zu werden und um diese Gruppe zu gewinnen, müssen wir sicherlich einen Zahn zulegen. Mehr Mut, mehr Kreativität, mehr Passgenauigkeit und ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Mit dem Ball, gegen den Ball war es, glaube ich, ganz gut. Wir haben keine Torchancen zugelassen, außer zwei Fernschüsse. Von dem her gibt es einige Sachen, die wir als positiv mitnehmen, aber auch einige Sachen, die wir auf alle Fälle noch verbessern wollen, um in der Nations League eine Rolle zu spielen.